لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Wir heißen euch recht herzlich willkommen, liebe Geschwister, und bitten Allah azza wa jalla darum, dass er uns allen die Sünden vergibt, die ersten und die letzten, die großen und die kleinen, die wir im Geheimen und im Öffentlichen gemacht haben. Möge Allah azza wa jalla keine Seele hier herausgehen lassen, außer dass er ihm vollständig die Sünde vergibt. Allahumma amin. Wir wollen heute über ein wunderschönes Thema sprechen, und zwar: Der Islam wird kommen und der Islam wird sich verbreiten. Und du hast die Wahl, o Diener Allahs. Entweder gehörst du zu den Dienern Allahs, die ihren Beitrag dazu leisten, zu diesem Islam, die die siegreiche Religion sein wird, zu gehören, oder du stellst dich gegen den Islam und folgst allem anderen, außer was Allah und sein Gesandter dir geboten haben. Und du wirst weder ein schönes, ein zufriedenes, ein glückseliges Leben in dieser Dunya haben, noch wird Allah Azza wa Jal dich ehren, Yawmul Qiyamah. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns nur die Seelen nehmen, wenn er mit uns zufrieden ist. Hört diese wunderbare Überlieferung, die vielleicht einige von den Shabab, von den Jugendlichen, möge Allah Subhanahu wa Ta'ala eure Herzen nur im Gehorsamkeit ihm gegenüber aufwachsen lassen. Und wir sehen hier, Alhamdulillah Rabbil Alamin, das ist die Zukunft. Wir sind schon alte Männer sozusagen, auch nicht zu alt, ja, nicht, dass ihr euch was Falsches vorstellt. Aber Alhamdulillah gibt es so viele Jugendliche, die so viel Motivation haben, für diesen Islam etwas Gutes zu tun, bi'idhnillah ta'ala. Eine Überlieferung, die viele von euch kennen, aber die wenigsten verstehen. Und bei Allah, würden sie sie verstehen, würdest du niemanden von uns sehen, dass er den Islam vernachlässigt. Im Gegenteil, du würdest sehen, seine Hauptbeschäftigung wäre einzig und alleine nur der Islam. So berichtet Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda in einer Überlieferung bei Imam Muslim, dass er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kana yaqul, er sagte, yuja'u bil kafiri yawm al qiyamah. Ein Nicht-Muslim wird Yawmul Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt. Einer, der nicht an Allah und den jüngsten Tag geglaubt hat. فَيُقَالُ لَهُ, dann wird zu ihm gesagt, höre zu, einer, der nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag geglaubt hat. So wird ihm gesagt, أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبَا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ. Wenn du die gesamte Erde voller Gold besitzen würdest, wärst du dann heute an diesem Tag, wo du vor der Strafe stehst, denn du bist nicht als Muslim gestorben, wärst du bereit, diese gesamte Erde voller Gold herzugeben, nur damit du dich heute von der Strafe freikaufst? فَيَقُولُ نَعَمْ, dann sagt er, ja, ich wäre bereit, ja Allah. So wird zu ihm gesagt werden, فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ. Allah wollte gar nicht diese ganze Dunya voller Gold von dir haben, damit du dich freikaufst. Du wurdest nach etwas Leichtem, um etwas Einfaches gebeten in dieser Dunya, dass du niemanden anderen anbetest außer Allah. Allahu Akbar, was für eine gewaltige Überlieferung. Du bist heute hier und stehst vor der Strafe und Allah fragt dich, wenn die gesamte Erde voller Gold wäre, wärst du bereit, sie an diesem heutigen Tage zu geben, zu spenden, nur damit du dich von der Strafe freikaufst? Er sagt ja, so wird ihm gesagt, es wurde viel weniger von dir verlangt. Dass du was sagst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Habt ihr gemerkt, was der Wert des Islam ist? Wenn ich euch frage, möchtet ihr dieses und jenes haben, besitzen in dieser Welt? Du wirst mir sagen, ja. Ich sage euch, möchtet ihr eine teure Immobilie? Ihr seid alle dabei. Ich sage euch, möchtet ihr ein teures Auto? Ihr seid alle dabei. Und wenn ihr diese Dinge nicht besitzt, dann seid ihr traurig. Weswegen seid ihr traurig? Weil ihr diese Dinge nicht besitzt. Aber ihr merkt selber nicht, dass ihr etwas besitzt, was viel wertvoller ist als die genannten Dinge. Wertvoller als eine Immobilie, wertvoller als ein Auto, wertvoller als eine Frau, als eine jede Sache, und zwar der Islam. Wonach wurde dieser Mann gefragt? Du wurdest nach viel weniger gefragt, dass du einfach nur La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sagst. Das heißt, dass du ein Muslim bist und nach dem Islam lebst. Mehr wollte Allah Azza wa Jalla nicht für dich. Und schaut mal, Subhanallah, heute an diesem Tag, bedeutet Yawmul Qiyamah, ist er bereit, alles herzugeben, nur damit er sich von der Strafe freikauft. Ich frage euch, liebe Geschwister, wie viele von uns trauern oder sind vielleicht sogar böse oder sind sogar unzufrieden? Mit wem? Mit Allah Azza wa Jalla, weil er ihnen nicht gegeben hat, was er anderen gegeben hat. Weißt du nicht, was die Stellung des Islam ist? Hast du nicht gehört, dass dieser Mann, wenn er die gesamte Erde voller Gold besitzen würde, bereit wäre, dieses herzugeben, nur damit er sich an diesem Tag von der Strafe freikauft? Wallahi, das ist gewaltig, liebe Geschwister. Das bedeutet, der Islam, den wir in unseren Herzen tragen, ich will euch hören, ist wertvoller als was? Wertvoller? Wertvoller als? Als die gesamte Erde voller Gold. Kennt ihr einen König, der die gesamte Erde voller Gold besitzt? Man sagt, Warren Buffett, ein Investmentstratege, hat die 100 Milliarden erreicht. Wie viel sind 100 Milliarden von dem gesamten Vermögen? Ein großer Teil oder ein kleiner Teil? Nicht mal Warren Buffett hat so einen Anteil, dass er erwähnenswert wäre. Du, o Diener Allahs, hast etwas Gewaltigeres in deinem Leben von Allah Azza wa Jal bekommen, und zwar den Islam, gewaltiger als die gesamte Erde voller Gold wäre. Alhamdulillah. Wo ist euer Alhamdulillah? Wo ist eure Zufriedenheit mit Allah Azza wa Jal? Wo ist, dass wir sagen, auch wenn ich dieses und jenes nicht habe, ich habe den Islam und ich lebe mit dem Islam. Schaut, dieser Mann, der nicht als Muslim gestorben ist und vor Allah Azza wa Jal aufersteht, dieser wird bereit sein, an diesem Tag was herzugeben? Die gesamte Erde voller Gold. Nur wegen was? Damit er nicht bestraft wird. Und du hast den Islam, der, wenn du ihn richtig praktizierst, wie Allah damit zufrieden ist, so wirst du niemals, höre zu, niemals von Allah Azza wa Jal bestraft werden. Bei Allah. Und das ist die schöne Botschaft, die ich dir heute überbringe. Wenn du als Muslim lebst, heißt das nur, dass du das Glaubensbekenntnis sprichst? Nein. Das heißt, dass du nicht nur das Glaubensbekenntnis sprichst. Du verinnerlichst das im Herzen, das ist deine reine Überzeugung, und vor allen Dingen, du lebst danach. Abul Bara, ich lebe danach, ich versuche danach zu leben, ich mache meine Pflichten, aber ich bin nur ein Mensch. Wir sind alle Menschen und alle von uns sind Sünder. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, kullu bani adama khatta. Jeder Mensch begeht Fehler. Wa khayrul khatta'ina tawwabun. Und die Besten unter denjenigen, die Sünden begehen, Allah redet über die Besten, subhanallah, obwohl sie Sünder sind, sind diejenigen, die bei ihm, bei Allah bereuen. Möge Allah uns eine aufrichtige Reue ermöglichen. Und daher merkt ihr, es geht gar nicht darum, dass wir 10 oder 20 oder 100 Sünden machen. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, als er mit Abu Ubaida radiallahu anhu, und heute werden wir viel Zeit miteinander verbringen, inshallah. Habt ihr Zeit bis 1 Uhr mitternachts, inshallah? Ja, inshallah. Alhamdulillah. Schwöre, dass du bleibst. Er war mit ihm auf dem Weg nach Asch-Sham. Asch-Sham ist Syrien. Und Umar ibn al-Khattab hatte nicht seine besten Klamotten an. Und sie waren dabei, zu Beitul Maqdis zu gehen.
um dort die Schlüssel von den großen Leuten zu holen. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, einer der Paradiesbewohner, er sagte zu Umar ibn al-Khattab, schau deine Klamotten an, wie sie aussehen. Willst du in diesem Outfit diese großen Leute, die Könige und ihre Soldaten, willst du sie in diesem Outfit empfangen? Dann ist Umar zornig geworden. Und er sagte zu Abu Ubaidah, Wallahi, hätte es jemand anderes als dir gesagt, ja Abu Ubaidah, hätte ich ihn heute geschlagen. Hätte ich ihn heute geschlagen. Aber du solltest eins wissen, und dann sagte er ihm Wörter, die in Gold geschrieben werden. Er sagte, Kunna adhalla qawmin. فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. Das sind die Worte von Umar ibn al-Khattab, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لو كان من بعد نبي لكان عمر ابن الخطاب. Wäre nach mir ein Prophet, dann wäre es wer? Umar ibn al-Khattab. Aber er sagte wäre. Kommt nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam noch ein Prophet? Niemand. Er sagte, wäre nach mir ein Prophet, wäre es Umar ibn al-Khattab. Denn manchmal hat Umar ibn al-Khattab, er hat von Allah subhanahu wa ta'ala Führung bekommen. Manchmal hat er Wörter gesagt, die kamen eins zu eins im Koran vor. So eine Größe war Umar ibn al-Khattab. Es geht darum, dass wir als Muslime leben und dass wir den höchsten, größten Stolz im Islam finden. Wie Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, wir waren ein erniedrigtes Volk, bedeutet in der Jahiliyyah. So hat Allah uns Stolz gegeben, ich will euch hören, durch was? Durch was? Durch den Islam. Nicht durch 50 Cent. Nicht durch Ronaldinho. So hat Allah uns Stolz gegeben durch den Islam. Und solange wir den Stolz durch etwas anderes suchen, außer durch den Islam, wird Allah uns erniedrigen. Passiert? Passiert? Passiert. Und schaut mal heutzutage, die muslimischen Länder folgen eins zu eins denjenigen von den Ländern, die irregehend sind. Wenn die irregehenden Länder, wie heißt das, Big Brother? Big Brother machen, machen unsere Länder Big Brother. Ja? Wenn diese Länder ein Fest feiern, was selbst in ihrer Religion nicht existiert, dann feiern wir genau dieses Fest, aber noch gewaltiger und noch größer. Ist das der Islam? Der Islam ist gekommen, um befolgt zu werden, nicht, dass er andere befolgt. Allah Azza wa Jal sagt, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die besten Menschen, die zu den Gemeinschaften hervorgegangen seid. Ihr. Ihr. Aber subhanallah, ich wundere mich über Leute, die von Allah subhanahu wa ta'ala diesen Lob bekommen haben. Daraufhin suchen sie nach Leuten, die Verlierer sein werden in der Dunya und in der Akhira. Und sie wollen nur diesen Leuten folgen. Ajaban, wallahi, höchst verwunderlich ist das, was wir heute für Muslime haben, die nichts vom Islam verstanden haben. Möge Allah azawajal uns Verständnis für unsere Religion geben. Was besitzt du wertvoller als die gesamte Dunya und was in ihr ist? Sag es mir, dein Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Und daher, weil wir nicht den Stolz für diesen Islam haben und weil wir nicht dessen Wert erkennen, hat Allah uns mit anderen Leuten ausgetauscht. Allahu Akbar. Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. Ja, ayyuha alladhina amanu. Und er spricht die Gläubigen an. Man yartadda minkum an dinih. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهِ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. O ihr, die ihr glaubt, wenn einer von euch seine Religion verlässt, so wird Allah ein Volk herbeibringen, die er liebt und die ihm lieben. Subhanallah. Die er liebt und die ihn lieben. Wenn Allah sieht, dass er von einem Volk nicht geliebt wird, auch wenn sie ursprünglich einen muslimischen Namen haben, wenn sie ursprünglich Muhammad heißen und Ahmed heißen und Mahmud heißen, wenn Allah sieht, dass wir ihn nicht lieben, dann tauscht er uns ein gegen ein Volk, welches er, sagt zuerst, welches er liebt, subhanahu wa ta'ala, und die ihn dann lieben. Allahu Akbar. Welches Volk ist das? Ein Volk, die den Islam zu schätzen wissen. Ihr solltet wissen,
Es gibt viele Leute in den muslimischen Ländern, die den Islam verlassen. Sagt man, was ist der Grund? Manche sagen dir die Medien, manche sagen dir, wir sagen, das stimmt alles nicht. Der Grund ist, dass sie den Islam nicht verdienen. Nicht verdienen. Was ist das für ein Grund, subhanallah, die Medien? Haben wir hier keine Medien, die gegen den Islam hetzen? Sagt es mir. Die hetzen von morgens bis abends. Und wenn sie das in der Hand halten, würden sie den Islam auslöschen. So voller Hass sind sie gegenüber dem Islam. Überlegt nur, in der Schweiz wird ein Niqab-Verbot erlassen. In welcher Zeit sind wir jetzt gerade? Welche Krankheit geht jetzt um? Hat bestimmt jeder gemerkt. Welche Krankheit geht jetzt um? Corona. Das heißt, alle, die auf der Straße sind, sind wie auf der Straße. Mit bedeckten Gesichtern oder mit offenen Gesichtern? Mit bedeckten Gesichtern. Selbst die keine Muslime sind, haben gesagt, was soll der Quatsch, dass jetzt in der Schweiz ein Niqab-Verbot erlassen wird, wo doch alle ihre Gesichter bedeckt haben. Aber merkt ihr den Hass gegenüber dem Islam? Yani, subhanallah, es geht nicht darum, dass diese Leute dir sagen wollen, wir haben Prinzipien. Nein, diese Leute haben Hass, einen extremen Hass. Und das Verwunderliche ist, dass sie diesen Hass auf uns projizieren und sagen, wir wären die Hassprediger. Wallah, das ist verwunderlich. Das ist verwunderlich. Aber so seht ihr, was in deren Herzen wirklich ist. Allah hat uns gesagt, was in ihren Herzen ist. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Allah sagt uns, offenkundiger Hass ist in ihren Herzen oder ist klar geworden bei ihnen. Er redet über diejenigen, die den Islam hassen. Und was ihre Herzen tatsächlich beinhalten, ist noch viel größer. Offenkundiger Hass ist schon von ihnen klar geworden. Aber was denkt ihr, was in ihren Herzen ist? Wenn einer den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einer Bombe auf den Kopf malt, das ist nur, was er äußerlich von sich gegeben hat. Was hat er aber im Herzen? Gewaltiger oder nicht? Viel gewaltiger. Daher wundert euch nicht, liebe Geschwister, dass diese Leute versuchen, den Islam von morgens bis abends in Verruf zu bringen. Aber warum gehen die Leute vom Islam in unseren muslimischen Ländern? Ich sage euch warum, weil Allah genau diese Ayah angewendet hat. مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهِ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Wenn Allah sieht, dass Leute den Islam verlassen, dann wird Allah neue Leute herbeibringen, die den Islam lieben. Mit jeder Faser ihres Herzens lieben und ihn ehren und ihn achten und respektieren und nichts vor diesem Islam stellen, Allah wird diese Leute den Islam geben. Sehen wir das in der heutigen Zeit? Während viele Leute in den islamischen Ländern den Islam verlassen, was sehen wir in Europa? Was sehen wir? Konvertierung ohne Ende. Konvertierung ohne Ende. Und das möchte ich auch den Konvertierten sagen. Möge Allah Azzawajal euch segnen und euch die höchste Stellung geben. Der Araber ist nicht besser als der Nicht-Araber. Der Araber ist nicht besser als der Nicht-Araber. Allah Azzawajal sagt, Inna akramakum inda Allah atqakum. Die Besten, die Geehrtesten bei Allah sind die Gottesfürchtigen und nicht diejenigen, die vielleicht eine arabische Wurzel haben. Und so sollte ein jeder wissen von uns, diesen Islam, den wir heute im Herzen tragen, der könnte uns morgen genommen werden. Wie? Indem du die Blindheit folgst vor der Rechtleitung. Wenn Allah sieht, du möchtest diesen Islam nicht, dann wird er dich austauschen. Subhanahu wa ta'ala. Lasst uns hören, liebe Geschwister, was Rasulullah. Allahu Akbar, ich sehe, ihr seid müde heute. Lasst uns hören, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geträumt hat. Die Überlieferung ist bei Al-Hakim in Al-Mustadrak und Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala sagt in As-Sahiha, dass diese Überlieferung authentisch ist. So wird berichtet von Ibn Umar radiyallahu anhu arda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
رأيت غنما كثيرة سوداء دخلت فيها غنم كثيرة بيض. Eines Nachts träumte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er träumte von vielen schwarzen Schafen. Und zu den schwarzen Schafen haben sich viele weiße Schafe angeschlossen oder sich unter ihnen gemischt. Dann fragten die Sahaba radiallahu anhum, فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, wie hast du diesen Traum gedeutet? Höre zu, er sagte, الْعَجَمُ يَشْرَكُونَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَأَنْسَابِكُمْ. Allahu Akbar. Es sind die Nicht-Araber. Dieses Wort bedeutet Nicht-Araber. Sie mischen sich mit euch in eurer Religion und in eurer Abstammung. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat die Wahrheit gesprochen. Subhanallah, er sah viele schwarze Schafe und viele weiße Schafe. Und die weißen Schafe haben sich unter den schwarzen Schafen gemischt. Lasst uns eine andere Überlieferung hören, die Schwäche enthält, nach der richtigen Ansicht, die Schwäche enthält, aber sie umschreibt das Ganze, was mit den schwarzen und den weißen Schafen gemeint ist. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رأيتني أردفت غنم سود ثم أردفتها غنم بيض حتى ما ترى السود فيها فقال أبو بكر يا رسول الله. Einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich selber im Traum gesehen und es gab eine Gruppe von schwarzen Schafen, die ihm gefolgt sind. Aber dann kam eine andere Gruppe von weißen Schafen, die ihm gefolgt sind, bis kein schwarzes Schaf mehr zu sehen war. Das heißt, die weißen Schafe haben sich so vermehrt in der Anzahl, bis kein schwarzes Schaf mehr zu sehen war. Dann sagte Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, und er war bekannt, dass er Träume bestens gedeutet hat. Und die Traumdeutung existiert im Islam. Aber liebe Geschwister, es gibt Übertreiber und es gibt Untertreiber. Es gibt Leute, die sagen dir, diese Träume haben keine Bedeutung. Das ist falsch. Der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Träume sind dreierlei Art. Einer von Allah und einer von Shaitan und einer vom eigenen Nafs. Das heißt, womit du dich immer beschäftigst, das wird dein Traum sein. Wie ist dein Name? Bitte? Fakhruddin. Fakhruddin. Aywa, ich habe was anderes verstanden. Er möchte zum Beispiel eine heiraten, die Jasmin heißt. Und von morgens bis abends beschäftigt er sich mit Jasmin. Jasmin hier, Jasmin dort. Und wenn er seine Jasmin sieht, mit der er sich bald verloben wird, dann kommt er zu ihnen nach Hause und sieht die Familie. Da sitzt Jasmin, da sitzt Leila, da ist der Vater, die Mutter. Und eines Nachts kommt ihm ein Traum. Von wem wird er träumen? Von wem wird er träumen? Bitte? Nein, von Leila, die sah besser aus. Kein Problem, sei ein Mann. Natürlich, womit du dich beschäftigst, du wirst auch sehr sicher darüber träumen. Und deswegen, die Träume sind dreierlei Art. Es gibt Träume, die eine Bedeutung haben, aber nicht jeder Traum hat eine Bedeutung. Wie Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, wunderschön sagte, und ihr solltet euch diesen Satz merken, Ibn Sirin war bekannt als einer, der die Träume bestens gedeutet hat. Er war ein Schüler von den Sahaba, radiallahu anhu. Er sagte, was auch immer du im wahren Leben machst, ist deine Grundlage. Wenn du ein gutes Tuender bist, aber du träumst im Traum, dass du etwas Schlechtes gemacht hast, dieses wird dir nicht schaden, denn was ist ausschlaggebend? Die Realität, wie du im wahren Leben bist. Und er sagte, wenn du ein schlechtes Tuender bist, dann wird dir auch ein guter Traum über dich nichts nützen, weil die Grundlage ist, dass du eigentlich, was bist, ein schlechtes Tuender. Mafhum? Mafhum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und Ibn Sirin, rahimullah ta'ala wa radiyallahu an, wenn einer zu ihm kam, so sagte er ihm, was er für einen Traum hatte. Das war eine rechtschaffene Person. Dann kam ein Fajir, ein übler Sünder durch und durch, und erzählte Ibn Sirin genau denselben Traum wie der von dem Rechtschaffenen. So hat Ibn Sirin ihn den Rechtschaffenen so erklärt
und den Fajir, den Sünder, so erklärt, total, total verschieden. Warum? Weil dieser hat eine Grundlage und dieser hat eine Grundlage. Denkt nicht, dass jeder Traum bei jeder Person dieselbe Bedeutung hat. Deswegen nicht so leicht mit Träumen deuten, liebe Geschwister. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, wenn er gesehen hat, dass jemand einfach so die Träume gedeutet hat, so sagte er, der spricht ohne Wissen über die Religion Allahs. Das ist keine Kleinigkeit. Tayyib, was haben wir gesagt? Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, hat davon geträumt. Und Abu Bakr as-Siddiq war bekannt als einer, der Träume gedeutet hat. Er sagte, lass mich den Traum deuten. Amma al-ghanam as-sud, fa innaha al-arab yuslimuna wa yukthirun. Was die schwarzen Schafe anbelangt, so stellen sie die Araber dar. Die Araber sind etwas dunkler. So stellen sie die Araber dar. Und sie werden, viele von ihnen, den Islam annehmen und sie werden viele werden. Wal-ghanamul bid, was aber die weißen Schafe anbelangt, al-a'ajim, so sind sie die Nicht-Araber. Yuslimun hatta la yura al-arabu fihim min kathratihim. So werden die weißen Schafe, die schwarzen Schafe überwiegen, bis nichts mehr von den schwarzen Schafen zu sehen ist. Das heißt, die ursprünglichen Araber, die den Islam angenommen haben, sind mit der Zeit verschwunden und wurden von wem eingeholt? Von den Nicht-Arabern. Wallahi, wir sehen das mit unseren eigenen Augen. Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Das ist der Traum. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehört hat, wie Abu Bakr diesen Traum gedeutet hat, sagte er, كَذَلِكَ عَبَّرَهَا الْمَلَكُ. Genau so hat mir der Engel den Traum gedeutet, wie du ihn mir gedeutet hast. Subhanallah, liebe Geschwister. Was für eine wunderbare Religion. Ich frage dich nochmal, verdienst du La ilaha illallah im Herzen zu tragen? Wenn du es nicht verdienst, so sehe vor deinen eigenen Augen. Und wir haben in der Da'wah viel gesehen. Wallahi al-Azim, wir haben Brüder gehabt, die so viel vom Koran gelernt haben, die in unseren Aqidah-Unterrichten und anderen Unterrichten saßen. Sie haben zum Schluss das Christentum angenommen. Er hat diskutiert mit diesen Leuten in irgendeinem Forum. Und ihr wisst, unsere Shabab, bevor sie den Koran lernen, lernen sie erstmal heutzutage was? Bibel und Tora. Du siehst, er schlägt die Bibel auf. Dann hat er 50 Farbmarkierungen, das antworte ich auf das und das antworte ich auf das. Und was hat er nicht gelernt? Was hat er nicht gelernt? Den Koran. Yachi, bevor du dich mit dem Falschen beschäftigst, solltest du dich echt erstmal mit dem Richtigen beschäftigen. Einmal sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab. Umar war ein Gelehrter, ja oder nein? Er hielt in seiner Hand ein paar Blätter. Manche sagen, das waren Blätter von der Taurat, von der Tora, und manche sagten vom Injil. Und darin waren Weisheiten, die Umar ibn al-Khattab gefallen haben, radiyallahu anhu arda. Er war von diesen Wörtern gerührt. Weisheiten, Ermahnung. Als der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gesehen hat, sagte er, amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, zweifelst du etwa an diese Religion, an die Religion des Islam, bei Allah? Diese Religion ist als eine reine, weiße Religion gekommen. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Und er sagt, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. لَوْ كَانَ مُوسًا حَيَّ مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبَعَنِي. So würde Musa alayhi salatu wassalam nichts anderes übrig bleiben, als mir zu folgen. Allahu Akbar. Musa, wenn er leben würde, und das war der Prophet, den Allah Azza wa Jal mit Namen am meisten im Koran erwähnt hat. So würde ihm nichts anderes übrig bleiben, wenn er in meinem Volk leben würde, als meiner Gesetzgebung zu folgen. Er hätte keine eigene. Subhanallah. Er wollte ihm damit sagen, ja Umar, was machst du mit diesen Blättern? Von wem? Und womit tauschst du sie ein? Und das war Umar, ein Gelehrter. Und ich wundere mich über Leute, die bei Allah nicht mal der Fußnagel wert sind von Umar ibn al-Khattab. Und der hantiert dir mit diesem Buch und mit diesem Buch, bevor er den Koran kennt. Die Gelehrten haben das verboten.
dass man sich mit den falschen Büchern beschäftigt, bevor man nicht was gelernt hat? Die Wahrheit. Denn in dem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er über die 73 Gruppen berichtet hat, sagte er, wie viel sind im Höllenfeuer? Wie viel? Also nicht, dass ihr sagt 73, ja, einer wird errettet. 72 sind im Höllenfeuer und nur eine einzige Gruppe wurde errettet. Jetzt kommt die Frage von den Sahabern, die pfiffig waren, die verstanden haben. Haben sie nach der erretteten Gruppe gefragt oder nach den falschen Gruppen? Sagt es mir. Nach der erretteten Gruppe. Warum? Weil wer die Wahrheit kennt, weiß auch automatisch, was die Lüge ist. Aber was wollen wir heute? Wir wollen erstmal was lernen? Die Lüge und dann die Wahrheit. Einer kam einmal zu mir und sagte, Abul Bara, kannst du mir mal so ein paar Argumente gegen die Ahbash geben? Ich will die mal dissen. Ich habe ihm gesagt, was? Er sagt, du weißt schon, dissen. Ich sage, nein, ich weiß nicht. Dissen, ich wusste nicht, was dissen bedeutet. Dann sagte er zu mir, alle Wörter, die ich gelernt habe von euch, ja, im Übrigen. Auch die Lieder, die ich gehört habe von euch, nur von euch. Die höre ich in der Moschee. Ich höre draußen keine Lieder, aber in der Moschee höre ich Lieder. Ja? Aber ihr werdet mich nie tanzen sehen, inshallah. Subhanallah, dann sagte er, ich will sie dissen. Dieser junge Mann kannte nicht mal drei Suren. Drei Suren aus dem Koran kannte er nicht. Aber was wollte er? Er wollte einen Schlagabtausch mit wem? Mit einer Sekte. Um solche Sekten zu widerlegen, muss man was kennen? Was kennen? Die eigene Aqida. Ich weiß nicht, auch jetzt in letzter Zeit geht immer rum, kannst du mir den Unterschied erklären zwischen Asha'ira und Maturidiyya? Sind ja kleine Themen. Und jeder gibt seinen Senf und du siehst jeden Jahil, dass er heute darüber redet, das sind die Asha'ira, das sind die Maturidiyya. Und wenn du ihn fragst nach der Aqida von Ahlus Sunnah, vielleicht hat er bei Allah nicht ein Buch studiert. Nicht ein Aqida-Buch mit einem Sheikh studiert. Aber die Leute wollen gerne reden. Sie wollen dabei sein. Ah, der redet darüber, ich muss auch darüber reden. Denkt ihr, das sind kleine Themen, liebe Geschwister? Lerne erstmal deine Aqida. Es gibt heutzutage Säuglinge, bevor sie Zähne haben, wollen sie das festeste Fleisch kaufen. Das festeste, und er hat keine Zähne. Was wird passieren? Er wird es niemals schaffen. Und daher, ja, Ikhwa, Baraklau fikum und Jazakum la khairan. Wir sollten dieses lernen, dass wir als Muslime zufrieden sind mit unserer Religion. Und je weniger Scheinargumente wir hören, umso besser für unser Herz. Und wenn du aber die Wahrheit lernst, dann weißt du automatisch, was die Lüge von dieser Wahrheit ist. Hört, was Amr ibn al-As, radiyallahu anhu arda, einer der edlen Sahaba gesagt hat. Und Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, als die Sahaba von Mekka ihre erste Auswanderung vorgenommen haben, wohin war ihre erste Auswanderung? Nach? Nach Abyssinien, nach Al-Habasha. So sind sie geflüchtet dorthin. Warum? Weil in Mekka drohte ihnen der Tod. Nur weil sie den Islam praktiziert haben. Möge Allah uns in diesen Ländern schützen. Sie flohen, einige von den Sahaba, radiallahu anhum, nach Al-Habasha. Die Quraishiten, die Götzendiener, haben es nicht dabei belassen. Schaut mal, subhanallah, diese Muslime sind jetzt nicht mehr in ihrem Land. Aber die waren nicht zufrieden damit. Sie haben gesagt, nein, wir werden sie holen, damit sie hier unter unserer Aufsicht sind. Subhanallah. Und dann schickten sie zwei Leute, einer von ihnen war Amr ibn al-As. Und er gehörte zu denjenigen, die den Islam am feindseligsten gegenüberstanden. Und hören wir seine eigene Geschichte, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, so wird er zitiert, wer? Amr ibn al-As, er sagte, Inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Ich habe drei verschiedene Situationen in meinem Leben durchlebt. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. Niemand war feindseliger dem Propheten gegenüber eingestellt als mir. Niemand hat den Islam so gehasst wie ich und speziell den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلت. Und hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich ihn getötet. Allahu Akbar. Stellt euch vor, jemand beabsichtigt, einen Propheten zu töten. Gesundes Herz, gesundes Herz. Bei Allah mehr als ein krankes Herz.
Und er sagt selber über sich, Amr ibn al-As radiallahu an, فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Wäre ich in diesem Zustand gestorben, mit der Absicht, dass ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam töten wollte, so wäre ich nirgendwo reingegangen, außer in das Höllenfeuer. فَلَمَّا جَعْلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ. Aber als Allah mir den Islam ins Herzen eingegeben hat, so bin ich zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und ich sagte zu ihm, Ubsud yaminak falubayaka. Er sagte zu ihm, strecke deine Hand aus, o Gesandter Allahs, ich werde dir die Bay'a geben. Das bedeutet, ich werde dir den Treueeid geben, ich werde Muslim. Fabasata yamina. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Rechte ausgestreckt. Qala faqabattu yadi. قال ما لك يا عمر قال قلت اردت ان اشترط. Als der Prophet sallam ihm die Hand entgegengestreckt hat, hat Amr ibn al-As radiallahu anhu sie wieder zurückgezogen. Dann fragte der Prophet sallam, was ist los? Er sagte, ich möchte dir eine Bedingung machen, bevor ich den Islam annehme. Ich möchte dir eine Bedingung machen. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu ihm, tashtarit bimadha? Was für eine Bedingung willst du mir setzen? Qultu an yughfara li, dass mir vergeben wird. Allahu Akbar. Dass mir vergeben wird. Ja, Rasulallah, ich nehme den Islam an und ich unterwerfe mich. Und ich lebe ab jetzt nur nach dem Islam, aber ich möchte nur eine Sache von Allah. Nur, dass er mir meine Sünden vergibt, denn ich weiß, wenn diese Sünden in meinem Buch bleiben, dann werde ich Yawmul Qiyamah vernichtet. Schaut mal, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihn sagte. Ama alimta. Weißt du denn nicht, dass durch die Annahme des Islam alles, was du an Sünden gemacht hast, gelöscht wird? Und dass, wenn du die Hijra, die Auswanderung vollziehst, falls diese Situation eines Tages kommt und wir die Hijra vollziehen, dann sollten wir nur eine Absicht dafür haben. Dann sollten wir nur eine Absicht dabei haben. Welche Absicht? Dass wir auswandern für wen? Für Allah Azza wa Jal. Warum? Er sagte zu ihm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, weißt du denn nicht, dass die Hijra, die Auswanderung, alle Sünden löscht, die davor waren? Das ist der großartige Lohn. Und das sollst du mitnehmen in deinem Herzen, falls die Situation eines Tages kommt, dass du deine Sachen packst. Und wenn du siehst, du kannst hier deine Religion nicht mehr praktizieren, dann nimmst du deine Koffer und gehst. Für wen? Für Allah. Wallahi, wisst ihr, manche Leute, sie packen ihre Koffer und gehen zum Beispiel nach Marokko und Tunesien, auch von den deutschen Geschwistern. Wisst ihr warum? Nicht für Allah, sondern für eine Frau. Für Leila, da ist sie wieder. Für eine Frau. Was hat er verpasst bei Allah Azza wa Jal? Den gesamten Lohn. Weil seine Hijra war nicht für Allah und seinen Gesandten, sondern für Leila. Wallah, Leila macht uns Probleme. Einmal kam einer, das ist eine wahre Geschichte, man darf auch nicht lügen, liebe Geschwister, kam einer zu einem Sheikh und er sagte zu ihm, ja Sheikh, ich habe ein Problem. Es gibt eine Frau, die geht mir nicht aus dem Kopf. Kannst du mir bitte helfen, wie ich diese Frau vergesse? Denn die gesamte Zeit denke ich an nichts anderes außer an diese Frau. So, die kleinen Kinder hören jetzt nicht zu. So sagte er ihm ein Dua. Allahumma ja'al fi qalbi nura. O Allah, gebe mir ein Licht Nura in das Herz an. Er sagt, ja Sheikh, sie heißt Nura. Was haben wir gesagt? Das Erste, was dir alle Sünden vergibt, ist was? Ist der? Hä? Der Islam. Wenn du den Islam annimmst, und passt auf, es gibt Leute, die sind irregehend. Wisst ihr, welche Frage ich letztens bekommen habe? Einer fragte mich, er soll für einen Bruder fragen, dass dieser sagt, darf ich den Islam verlassen, indem ich Kufr mache und dann ihn wieder annehme, dass mir die Sünden vergeben werden? Habt ihr verstanden? Dann habe ich zu ihm nur eine Antwort gesagt. Und wer garantiert, dass Allah ihn wieder zum Islam
zurücklässt. In welcher Hand sind unsere Herzen? In der Hand von Allah Azza wa Jal. Und er dreht die Herzen, wie er will. Das erste ist der Islam. Das zweite, was haben wir gesagt, was vergibt hier auch alle Sünden? Die Hijra. Und er sagte dann zu ihm, als dritten Punkt, damit wir ihn nicht vergessen, liebe Geschwister, er sagte, وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ. Und weißt du denn nicht, dass wenn du die Hajj vollziehst, dass alle deine Sünden vergeben werden, die du zuvor gemacht hast? Und hier gab es einen großen Ikhtilaf zwischen den Gelehrten. Manche Gelehrte sagen, Allah wird dir alle deine kleinen Sünden vergeben, verzeihen, durch das Gebet, durch die Sadaqa, durch bestimmte Taten. Aber wenn es um große Sünden geht, dann nützt nichts außer die Reue. Und andere Gelehrte haben gesagt, nein. Und sie nahmen diese Überlieferung unter anderem als Beweis und sagten, es gibt Taten, die Ausnahme sind. Zu ihnen gehören auch, dass wenn man die Hajj vollzieht oder die Auswanderung, dass Allah einem alle Sünden vergibt. Das ist ein Meinungsunterschied unter den Gelehrten und sicherer ist es, was zu bereuen. Möge Allah uns alle Sünden vergeben. Weißt du denn nicht, dass der Hajj dir alle Sünden vergibt, die davor waren? Schaut mal, was Amr ibn al-As radiallahu anhu danach sagt. وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Niemand war mir dann lieber als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَ مَا أَتَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَي مِنْهُ. Und wenn ich gefragt werden würde, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam aussieht, wie ich ihn beschreiben sollte, so wäre ich nicht in der Lage dazu, weil er hat sich so geschämt, Amr ibn al-As radiallahu anhu, zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hochzuschauen. Allahu Akbar. Wo war er? Er war in einer Situation, wo er kurz davor war, ihn zu töten. Und dann war er in einer Situation, wo er nicht mal seinen Kopf heben konnte, um in das Gesicht des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu schauen. Warum? Aus Scham vor ihm und weil er ihn so geliebt hat. Allahu Akbar. Er wäre nicht in der Lage dazu. Überlegt mal, wie lange hat Amr ibn al-As mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erlebt. Jahre. Und er sagt, ich kann ihn nicht beschreiben. Ich habe ihn nicht gesehen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und andere Sahaba, die ihn beschrieben haben, sie sagten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war so schön, wenn man ihn angeschaut hat, dachte man, die Sonne wandert durch sein Gesicht. So voller Nur war er gewesen. Allahu Akbar. So voller Nur war er gewesen. Und bi'idhnillah ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war der hübscheste Mann, der jemals auf der Erde gelebt hat. Liebe Geschwister, ich beende mit einer Geschichte, um zu zeigen, wer ist derjenige, der von dem Islam wegrennt und wer ist derjenige, wenn die Wahrheit in sein Herz eindringt, dass er diese Wahrheit auch annimmt. Und es gibt eine Geschichte, die ist im Sira-Buch von Ibn Hisham, rahimahullah ta'ala, und sie ist umstritten und Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagt, sie ist sahih. Die Überlieferung ist umstritten. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein hartes Jahr hatte, so sind in diesem Jahr erstmal seine Frau Khadija radiallahu anha wa adaha verstorben. Kurze Zeit später sein Onkel Abu Talib, der kein Muslim war, der nicht als Muslim gestorben ist. Und deswegen können wir nicht was sagen? Hä? Was können wir nicht sagen? Radiallahu anha, warum nicht? Weil er nicht als Muslim gestorben ist. Und in diesem Jahr musste er Mekka verlassen. Das heißt, er ist nach At-Ta'if gegangen. Und als er in At-Ta'if war, hat er geguckt, wie er von Neuem anfangen kann, wie er neu beginnen kann. Denn er wurde mehr oder weniger aus Mekka vertrieben. Es war nicht seine Wahl, passt auf. Denn er hat Mekka, die Stadt, geliebt. Warum? Weil Allah diese Stadt geliebt hat. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig. So ist er nach At-Ta'if gegangen, voller Hoffnung, dass Allah Azza wa Jal ihm eine neue Seite der Da'wah öffnen wird. Als er dort war, haben die Verbrecher ihre Kinder auf die Straßen geschickt und diese haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Steinen beworfen, bis das Blut in die Sandalen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam hereingeflossen ist. Überlegt, er geht raus aus Mekka
Wohin er geht, wusste er nicht. Er wusste nicht, was ihm dort erwartet. Aber er wusste, Allah Azza wa Jalla ist mit ihm. So ging er nach At-Taif. Und At-Taif ist nicht gleich um die Ecke. Das sind circa, wallahu ta'ala ala wa alam, 70, 80 Kilometer von Mekka nach At-Taif. Die ist er gelaufen. Und er hatte nichts bei sich, alayhi salatu wassalam. Und als er dort war, wurde er sozusagen gesteinigt. Er blutete, alayhi salatu wassalam. Und er schaute sich um, welche Möglichkeit habe ich? Und diejenigen von den Kuffar, die das angeordnet haben, dass er gesteinigt wird mit den Steinen, die die Kinder geworfen haben, einer von ihnen sagte zu einem kleinen Kind, sein Name war Addas. Oder zu einem Jugendlichen, sagen wir zu einem Jugendlichen, sein Name war Addas. Er sagte zu ihm, nimm diese Trauben und bring sie zu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Als ob sie etwas Mitgefühl im Herzen hatten. Dann nahm der kleine Junge diese Trauben und brachte sie zum Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und so nahm er eine Traube und sagte, was sagen wir, bevor wir etwas essen? Bismillah. Allahu Akbar. Er sagte, Bismillah. Dann sagte Addas zu ihm, Wallahi, inna hadha al-kalama ma yaquluhu ahlu hadhihi al-bilad. Bei Allah, das, was du gerade gesprochen hast, spricht hier niemand. Niemand kennt Bismillah im Namen Allahs. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli ayyi al-biladi anti ya Addas. Aus welchem Land kommst du? Aus welcher Ortschaft kommst du? Wa ma dinuk? Und was ist deine Religion? Qala Nasrani. Ich bin ein Christ. Wa ana rajulun min ahli Ninawa. Ich bin eine Person, das ist eine Stadt im Irak. Ich komme dort ursprünglich her. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, min qaryati rajuli as-salih Yunus ibn Matta. Du kommst aus derselben Ortschaft wie der edle Prophet, der gute, rechtschaffene Mann, Yunus ibn Matta. Ihr wisst, Yunus war was? Ein Prophet. Faqala lahu Addas, dann wunderte sich Addas, woher weiß er das? Er sagt, wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta. Wer lässt dich wissen, wer Yunus, der Prophet ibn Matta ist? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. Er sagte, das ist mein Bruder, das ist mein Bruder Yunus عليه الصلاة والسلام, denn er war ein Prophet und ich bin ein Prophet. Allahu Akbar. Er war ein Prophet und ich bin ein Prophet. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه قال يقول Ibn Rabi'a. So hat er, als er das gehört hat, Addas, er schmiss sich auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er schmiss sich über ihn, er küsste seine Hände und seinen Kopf vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch dessen Füße. Subhanallah, woher weiß er, wo Yunus ibn Matta herkommt? Das kann nur ein Prophet sein, sagte Addas. Hört zu, liebe Geschwister, als er diese Aktion gestartet hat, den Propheten sallallahu alaihi wasallam geküsst hat, dann sahen die zwei Verbrecher, die alles veranlasst haben, wie er das gemacht hat. Und dann sagten sie zu ihm, Malak ya Addas, tuqabbilu ra'sa hadha ar-rajul? Was ist los mit dir? Du küsst den Kopf von diesem Mann, wa yadayhi wa qadamayhi, und du küsst auch seine Hände und seine Füße. Höre, was die Antwort war von einer Person, der gerade diese Wahrheit angenommen hat und den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal in seinem Leben gesehen hat. Er sagte, Ya Sayyidi, ma fil ardi shay'un khayrun min hadha ar-rajul. Niemand auf der gesamten Erde ist besser als dieser Mann Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. Er hat mir eine Sache gesagt, die niemand kennen darf, außer ein Prophet. Für ihn war die Wahrheit klar. Was hat er gemacht? Er hat die Wahrheit angenommen. Er hat die Wahrheit angenommen. Jetzt überlegt, wie viele Leute, die einen muslimischen Namen haben, machen sich lustig über wen? Über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was hat dieser Junge gemacht?
Er hat den Propheten sallam von oben bis unten geküsst und gedankt, dass er ihn getroffen hat. Und er hat den Islam angenommen. Allah tauscht Völker aus. Wenn er sieht in meinem und in deinem Herzen, dass wir den Islam nicht verdienen. Was bedeutet nicht verdienen? Wir praktizieren den Islam nicht und wir verhelfen den Islam nicht zum Sieg. Dann wird Allah Azza wa Jal unsere Herzen eintauschen. Und er wird Leute herbeibringen, die den Islam mit Stolz und mit Würde tragen. Bei Allah, wie viele Konvertierungen hatten wir, liebe Geschwister, wo wir mit den Geschwistern geredet haben. Und bis heute habe ich sehr viele Konvertierungen. Sie sagen mir, bitte können wir das Glaubensbekenntnis in dieser oder jenen Zeit sprechen, denn dann sind meine Eltern nicht da, weil ich fürchte, dass ich von ihnen Strafe bekomme. Schaut mal, subhanallah, diese Leute wollen nicht, dass ihre Kinder selbst wählen, welche Religion sie angehören. Aber uns fragen sie die Frage, was, wenn dein Kind Christ wird? Und was, wenn dein Kind so und so wird? Stimmt oder nicht? Aber sie selber sind nicht bereit, ihre Kinder nach dem handeln zu lassen, was ihre Kinder wollen. Das ist doch ihre Entscheidung. Und fast keiner von all den Konvertierten, nicht nur heute, auch von damals, hat uns gesagt, dass seine Eltern kein Problem damit haben. Ein minimaler Anteil. Und die meisten haben Eltern gehabt, die sie richtig bekriegt haben. Richtig bekriegt haben. Und trotzdem haben die Kinder den Islam angenommen. Was will ich euch damit sagen? Es gibt Leute, sie praktizieren den Islam im Geheimen. Einer sagte zu mir, er muss in seinem großen Schrank beten. Er hat die Schranktür zugemacht und im Schrank gebetet, damit seine Eltern ihn nicht sehen. Wir, subhanallah, wir praktizieren den Islam gar nicht, obwohl wir öffentlich keinen haben, der uns entgegentritt. Aber wir wollen das nicht. Und so tauscht Allah Herzen aus. Es gibt Leute, die würden für La ilaha illallah alles tun, um nach La ilaha illallah zu leben. Und es gibt Leute, du siehst sie nur wegrennen vor La ilaha illallah. Möge Allah azawajal unsere Herzen festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur mit dem wahren Islam leben und sterben lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barak lau fikum wa jazakum la khairan für euer gutes Zuhören. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً.